Ja, willkommen zurück bei Raw in der Folge 3 Part 2 und zwar ein normales Match zwischen Dolph Ziggler und Yoshitatsu. Ja, nach diesem Match gibt's dann das Main Event und zwar das WWE Championship Match zwischen The Legend Killer und dem amtierenden WWE Champion CM Punk. Und hier ist erstmal Dolph Ziggler. Ja, wie gesagt, es ist die letzte Ausgabe vor dem ersten Main Event und zwar Money in the Bank. Nächste Woche gibt es dann nochmal SmackDown und dann kommt noch schon das erste Main Event. Wie gerade gesagt, wird es sein Money in the Bank. Im Part 1 habe ich es schon erklärt. Es gibt da 3 Matches, 2 Championship Matches und dann noch das Hauptmatch, das Leitermatch, wo der kleine Koffer oben hängt und man muss ihn dann runterholen, also das Leitermatch. Ziggler zeigt dir erstmal schöne Aktion. Im vorigen Part hat er gerade The Miz gegen Entschuldigung, The Miz gerade gegen Sheamus gewonnen und jetzt sitzt er den ersten Einroller von Dolph Ziggler, aber der geht nur bis 1. Schöner Tritt gegen Yoshitatsu und der wird erstmal aus dem Ring befördert und kriegt er sofort, oh, schöner Reversal von Yoshitatsu is still so young in his career and because of that every opportunity to stand out and succeed is so important. At this point, what is Yoshitatsu? Und der Dropkick geht wieder daneben. Yoshi. If you're just tuning in, Michael Cole, along with ja, Yoshitatsu in der letzten Zeit sehr schwach. Leider. Also man könnte doch mehr von ihm sehen. Und jetzt gibt's hier den Gegenansatz zu einem Submission, aber Dolph Ziggler bricht hier ab, da er sieht, ja, ich komme damit nicht durch. Und ja, bricht dann ab. Und jetzt gibt's den Dropkick und das Cover gleich hinterher. 1 und Yoshitatsu kommt raus. Also weit ist er nicht gekommen. Sagt hier zu Yoshitatsu, soll ausstehen, richtet ihn aber dann selbst auf und der Dropkick kommt erneut durch. Erneuter Dropkick, dieses Mal in die Seile und schöne Aktion in den Seilen hier von Dolph Ziggler. Jetzt gibt es hier den Signature Move von Dolph Ziggler und dann auch noch den Zigzag. Cover hinterher 1, 2 und Tatsu kommt raus. Yoshitatsu kommt aus dem Zigzag raus, wird aber sofort wieder umgeschmissen von Dolph Ziggler, erneut umgeschmissen, erneutes Cover 1, 2, 3 und hier gewinnt Dolph Ziggler gegen Yoshitatsu und wir sehen uns gleich im Championship Match im Part 3.